Hallo Trio, hier ist das Wahlkampfsofa. Wir sind diesmal auf der Gamescom 2018. Stimmt. Und wir sind mal nicht allein hier. Nee, mit ungefähr 60.000 anderen oder so. Total einfach hier reinzukommen, super. Wir hoffen, dass ihr Spaß dabei habt. Ja, ich hoffe, ihr habt gleich viel Spaß bei unserem Rundgang rund um die Hallen. Wir sind hier am Stand von Bohemia Interactive. Falls ihr euch fragt, Bohemia, irgendwie sagt der Name mir doch was. DayZ oder DayZ wurde von diesem zum Beispiel erstellt. Heute geht es hier um Wildlands, ein Spiel ab 6 Jahre. Deswegen kann man das hier draußen auch einfach ausprobieren, anspielen, testen. Innen drin gibt es noch einen Bereich für das Spiel Vigor, das ist dann eher die Ü18-Variante, wo man ein bisschen metzelt. So, wir stehen jetzt hier bei Conqueror's Blade. Wie ihr seht, so ein bisschen mit mittelalterlichen Burgen und sie haben Geschütze hier aufgebaut und im Hintergrund seht ihr vielleicht auch die ganzen Bildschirme. Da zocken jede Menge Leute in großen Reihen an den Bildschirmen das Game, um es auszutesten. Wir stehen jetzt hier vor dem großen Bereich der Indie-Games. Hier sind die ganzen kleineren Spielehersteller zusammengefasst. Wir nehmen euch einfach mal mit rein und gucken mal, was wir da so Spannendes finden, was wir euch denn noch zeigen können und dürfen. Vielleicht stellst du dich einfach erstmal selber vor. Ja, yeah, hi, mein Name ist Mo. Muniawina ist zu kompliziert, deswegen einfach nur Mo abkürzen. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr für Dedelic als Marketing Assistant und Influencer Marketeer, also Influencer Relations vor allem auch. Hab mit unter anderem auch jetzt mit dieser Messe organisiert. Das zweite Mal für mich auf der Gamescom für Dedelic natürlich auch. Das war's. Muss man dazu sagen, Dedelic ist eher, also wir sind ja im Indie-Booth, also auch ein Independent-Game-Hersteller. Ja. Das heißt, ihr seid ein bisschen kleiner. Was bedeutet das denn so im Wettbewerb zu den großen Ubisofts dieser Welt? Na, das bedeutet, dass wir unsere Ressourcen besser einsetzen müssen letzten Endes. Also Ubisoft kann natürlich sagen, ja, okay, wir machen jetzt das, worauf wir Bock haben. Wir müssen natürlich immer noch so ein bisschen darauf achten, dass wir quasi immer noch auf der Oberfläche schwimmen können, sozusagen, ohne direkt untergehen zu können, ohne uns direkt zu verschätzen und zu sagen, okay, das war jetzt nichts, das war's mit uns, sondern da müssen wir halt viel, viel, viel präziser sein, viel genauer, viel bessere Recherchen anstellen. Es ist ein bisschen schwieriger, aber es macht auch umso mehr Spaß. Gibt's denn eher so einen Trend zu den kleineren Indie-Games oder gehen die Leute einfach nur zu den AAA-Titeln und sagen, die sind einfach immer gut, egal ob sie es denn wirklich sind? Oder gibt es tatsächlich so einen Trend, dass die Leute sagen, nee, immer wieder das nächste Far Cry und das nächste Far Cry? Gibt es da irgendwie eine Tendenz? Ja, also derzeit ist die Tendenz ganz klar Battle Royale. Da kann man nichts gegen sagen. Und es war schon immer so, dass die AAA-Titel einfach polarisieren. Es ist einfach so, dass sie einfach mit ihrem Marketingbudget so viel Reichweite generieren, dass die Leute einfach interessiert sind. Die Leute hinterfragen die Materie nicht. Die Leute sehen die Oberfläche, sagen, ey, das sieht cool aus, darauf habe ich Bock. Und das ziehen sie dann halt auch durch. Und Indie-Titel haben das grundsätzlich deutlich schwieriger als AAA, ganz klar. Mit welchen Games seid ihr jetzt hier am Stand? Wir sind heute hier mit Widget von Barrel Rolls. Also Widget, ganz klar, ein ganz cooles Versteckspiel quasi zwischen Hexen und Jäger. Die Hexen verstecken sich, können das Aussehen anderer Gegenstände annehmen und sich besser verstecken. Und die Jäger müssen dementsprechend natürlich die Hexen finden. Das heißt, alles Multiplayer-based, das heißt Spieler gegen Spieler, super interessant. Machen wir gleich weiter mit State of Mind. State of Mind ist ein Spielstand 2048, ein dystopisches Berlin. Eine sehr, sehr, sehr tiefgründige Geschichte über Mind-Uploading.
und allgemein auch sehr viele Dinge, die auf die Zukunft voraussehen, die vielleicht eintreten könnten. Oh, macht ihr einen auf Zukunftsvorhersager? Genau. Also man kann schon ziemlich sagen, so Mind-Uploading, ich glaube, so weit entfernt sind wir gar nicht mehr davon. Und genau das thematisiert State of Mind auf jeden Fall. Und wir sind heute da mit dem Edna und Harvey Remake. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, ist vielen Leuten geläufig. Man sieht ja auch, die Harvey-Kuscheltiere sind immer die beliebtesten. Und das portieren wir jetzt als komplettes Remake auf allen Konsolen vor allem auch noch dazu. Gibt es so eine typische Klientel für euch? Sind das eher die jüngeren Spieler oder die älteren? Oder geht ihr auch bewusst auf ältere Spieler? Also ich meine, ich gucke mich mal an, ich spiele auch noch Games. Ja. Oder ist das wirklich eher so die Zielgruppe, richtet sich das Marketing immer an die Jüngeren? Also ich glaube, wir sind so mit eines der wenigen Studios, wo unsere Gruppe sich wirklich von 6 bis 40 plus halt auch orientiert. Also unsere Spiele, natürlich auch 2008 mit Edna und Harvey, haben natürlich auch einen gewissen Eindruck hinterlassen, wo auch viele ältere Gamer natürlich mit dabei sind. Aber wir generieren auch sehr, sehr, sehr viele junge Fans sozusagen, die wir häufig an den Ständen auch beobachten. Also ich glaube, die Bandbreite ist schon wirklich enorm, die wir haben. Also schon nicht schlecht. Und was sind so die Zukunftsziele? Wo soll es hingehen? Also ich hoffe, dass wir irgendwann uns wirklich als Top 1 in Deutschland etablieren. Ja, ich meine, wir spielen schon ganz oben mit, aber auch da wollen wir natürlich irgendwie ein Statement setzen. Ja, viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Schön, Dankeschön. Vielen Dank dir. Ja, was zum Gaming-Bereich natürlich auch dazugehört, ist Equipment, unter anderem auch die Gaming-Sessel, die Chairs. Wir sind hier bei DX Racer und ja, man fühlt sich schon wie ein echter Gamer, wenn man allein auf diesem Stuhl sitzt. Ja. Ich stehe am Stand von Crytek, die das neue Game Warface präsentieren. Warface, eigentlich ein etwas älterer Titel, der als Multiplayer Free-to-Play mal rauskam und sich mittlerweile zu einem echten Game gemausert hat. Crytek hat da richtig viel Arbeit reingesteckt und die präsentieren das hier auf der Gamescom 2018. Ja, wir sind bei Ubisoft angelangt. Skull and Bones, das Piraten-Seefahrer-Spiel. Wir nehmen euch einfach mal mit auf die Reise, was es hier so zu sehen gibt. Viel Spaß. So, Starlink Battle for Atlas, auch von Ubisoft. Stand hat eine relativ lange Schlange. Die Leute wollen alle ausprobieren, wie das Game so ist. Und sie haben auch die einzelnen Raumschiffe als Holographien zum Angucken. Wobei die Holographie in Wirklichkeit ein kleiner Propeller ist, der sich dreht mit winzigen LEDs drauf. Aber ganz cool gemacht. Ja, auch am Assassin's Creed Odyssey Stand ist eine Menge los. Die Leute stehen wieder mal lange, lange, lange Schlange, um einen Hauch des Games sehen zu dürfen. Ja, wir zeigen euch einfach noch kurze Ausschnitte davon. Wir stellen uns da jetzt nicht lange an. Neues Posing bei For Honor Marching Fire. Waffe in die Hand, schon wird der Mann zum Berserker.
Smirk muss unbedingt mal Motorrad fahren, aber das funktioniert bei ihm nicht. Er ist zu groß und zu schwer. Nicht so schwer, ja. Wer immer dieses Schwert kann ziehen, dem wird die Krone auch verliehen. Ach nee, es ist Rainbow Six Siege. Er kriegt den Hammer nicht raus. Er kriegt den Hammer nicht hoch. Hände hoch, Interview her. Das war die Gamescom 2018. Genau, warm war's. Warm war's, viele Games haben wir gesehen. Ich fand die Indie-Area ziemlich cool. Schade, dass wenig Cosplayer da waren. Ich hoffe, nächstes Mal mehr. Genau, bis dann. Tschüss.